Nimm mich mit! Nimm mich mit! Kann ich... Achso. Beifahrersitz ist schlechte Idee anscheinend. Über Leichen will sie nicht steigen. Aha. Ladefläche. Okay. Der Kleine wundert sich auch überhaupt nicht. Warum ist der jetzt auf unserer Seite, der Typ? Ach, scheißegal. Ganz ruhig, Eich. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Vielleicht. Irgendwie habe ich Angst. Ich habe richtig Angst. Wäre viel lustiger, wenn wir fahren könnten, so, aber na gut. Ich will das alles hier hinter mir lassen. Mann. Was machen die hier? Und warum... Was hat das CIA davon, wenn wir hier irgendwo... Aber na gut. Hallo? Ich habe meinen Schnuschnu nicht dabei, verdammt. Was mache ich jetzt? Schnuschnu. Drück drauf ein! Jetzt! Auch nimm Tode. Ja, genau. Und auf einmal sofort saßen natürlich Leute im... Ja, und... Nicht bewegen! Au. Au. Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist absoluter Zufall, dass ich wirklich einigermaßen das Richtige treffe. Das hat gesessen. Und bam. Schön gemacht. Wow. Ja, zum Glück muss Aiden ja nichts sehen, ne? Was zum Teufel? Was macht sie da? Warum fährt sie jetzt damit? Warum hält der andere nicht an, wenn er das sieht? Ich verstehe das nicht. Merkt euch, liebe Kinder, immer nach vorne gucken beim Autofahren. Ist ganz wichtig. Oh, fuck. Das hat's getroffen. Was ist jetzt mit uns passiert? So ganz dumm gefragt. Wir sind sicher. Alles okay, Salim? Ich nehme an, wir wurden durch Aiden Power gerettet. Oder so. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Verstehst du, Salim? Lana Trukuki. Yumkinuni El Paka Wilajanibuki. Hastatiu Musa Hadatuki. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du bist sehr tapfer, Salim. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein. Man darf sich jetzt aber zu Recht fragen, ich hab nicht viel Zeit. Wohin er geht. Also, aber, na gut, okay.
Also Turm, ja, wir sind quasi gesehen da und ja, was mit dem Kleinen ist, was soll's. So, lalala, hier Schnur und Laufen und irgendwie hier so und da so und dort so. Bisschen Schnur hier, bisschen Schnur da und das hier sieht eigentlich dicht aus. Aber vielleicht kommen wir hier so über die Seitengasse rein. Aha. Oh. Sind hier mehrere Leute? Oder nur der? Was könnte ich mit dir machen? Ach, das könnte ich nur erwürgen. Das kann auch Jody machen. Sie kann ruhig auch mal die Drecksarbeit übernehmen. Oh, das war eine schlechte Idee, sehe ich gerade. Oder auch nicht, denn den da hinten juckt es zum Glück überhaupt nicht. Kann ich den würgen? Nein, den kann ich natürlich wieder nicht würgen. Aus welchen Gründen auch immer. Ist hier rechts irgendwo einer? Nein. Kommst du zurück? Du kommst zurück, ich weiß es. Du kommst nicht zurück? Verarsch mich nicht. Ich kann da jetzt nicht da vorne zur Straße hinrennen. Da sind doch links und rechts dann wieder irgendwelche Leute postiert oder so und dann ist es am Arsch. Ach, scheiß drauf. Da. Jamal ist hier. Okay, such einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Wie zum Beispiel da. Gefunden. So, und du? Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Flupp. Ach, auf einmal kann ich mich 20 Kilometer von ihr entfernen, oder? Interessant. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug. Wer? Du musst das überleben, Aiden. Achso, der mit der Brille, natürlich. Was mache ich jetzt mit dir? Ich kann gar nichts mit dir machen. Warum kann ich nichts mit dir machen? Nein, irgendwie. Man darf uns nicht bemerken. Ja, ich würde ihn ja liebend gerne einfach erwürgen, aber das Spiel lässt mich ja nicht. Ich kann irgendwo was... Oh Gott, es ist so mit dem Steigen und so weiter, das ist nicht ganz so einfach. Oh, so, ich kann auch einen Stockwerk nach oben gehen? Ich kann noch einen Stockwerk nach oben gehen? Oh, interessant. Jetzt bin ich wieder zu niedrig. Was wollte er denn machen? Es sah so aus, als könnte er irgendwas mit dem Tisch machen. Kann ich ihm einfach den Stuhl wegziehen? Das wäre voll lustig. Einfach so, flupp. Reisen nach Jerusalem. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Halt, Moment, da oben, oder? War hier irgendwie ein Punkt? Oder so? Irgendwas ist hier. Ach, das ist aber nur so ein geheimes Ding. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Nein, das ist nicht herrlich. Ja. Oder rennt hier irgendwo eine Wache rum, die ich zufälligerweise... Ah ja. Warum jetzt die? Gut. Such eine Waffe. Vielleicht... Such eine Waffe, vielleicht muss es jemand mit einem besonders schwachen Geist sein oder so, weil nur in diese Leute jemand, der besonders doof im Kopf ist oder so. Keine Ahnung, nur solche Leute kann man kontrollieren. Alle anderen sind, hallo, darf ich eine Waffe haben? Nein, schade. Wo könnte denn hier eine Waffe sein? Ich weiß ja nicht. Ich suche und ich finde nichts und hallo, hast du vielleicht eine Waffe für mich? Irgendwie so... Da so, ja, die zum Beispiel. Achso. Ganz leise. Damit er nichts mitkriegt, der kleine Spitzbube, der. Dupdi-dupdi-dup. Guck mal, ich hab eine Waffe gefunden. Befehl ist Befehl. Der Kerl hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Also. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Stopp, also Moment. Sie hat jetzt schon so viele Leute prinzipiell auf dem Gewissen. Warum sollte sie gerade bei ihm jetzt zögern? Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber gut. Hi Leute, alles Schnuschnu bei euch? Er muss in Schussposition kommen.
Achso. Ja gut. Ich dachte nur den einen, aber einen muss gleich wieder übertreiben. Mach die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Mach die Tür für mich auf, mach die Tür für mich auf. Lalala. Mach dies, mach das, mach jenes. Achso, die Tür. Kommst du denn hierher, hallo? Wer hat denn gesagt, dass du hier durchgehen darfst? Da müsste aber noch irgendwo jemand leben. Vorsicht, Vorsicht. Oder auch nicht? Alle angeschossen? Alle. Okay. Halt. Was? Wie? Wer? Wo? Da konnte man irgendwas machen. Egal. Sieht ziemlich tot aus. Ach so. Okay, zugegebenermaßen. Ja, das verstehe ich. Dass das nicht jedermanns Fall ist. Mhm. Ich will mir jetzt trotzdem Beweise holen und mich dann da schnell verpissen. Könnte sonst ein bisschen lustig wirken, wenn uns irgendjemand hier findet. Er ist tot, aber die Brille sitzt immer noch. Was ist das denn für eine... Ach so, eine Tarnkamera. Mit einem extrem coolen Look. Oh, hi. Was machst du denn hier? Er ist dein Vater? Oh. Verdammt. Fuck, wir müssen weg von hier. Sofort meine ich sofort. Okay, erstmal das Problem kümmern. Und dann mich irgendwie. Es ist erstaunlich, dass ich mich durch diese alte Holztür aufhalten lassen, aber gut. Noch irgendwas hier machen? Aiden muss mal wieder den Tag retten. Achso. Aha! Warum auch immer. Das kommt bei Salim gezwungen, ging es doch mit der Heilung genauso, also auch schneller. Woher wollen die überhaupt wissen, dass ich schuld bin? Nur weil ich in so einem dämlichen Tarnoutfit rumlaufe?
hält sich dann eben mal einfach so ungesichert an dem Seil fest und zieht sie beide hoch, ne? Wow. Die Episode ist immer noch nicht vorbei. 10 Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody, alles klar? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Nie ma za falci zalej. Pakar tu anaki sadzikaci. Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnung. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der es erledigt, und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du bist manipuliert. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine ich Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Und das war dann wohl das endgültige Ende der Zusammenarbeit mit der CIA. Damit ich für sie morde. Was ist denn passiert? Ich wusste es nicht.
Ich wusste es nicht. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Wo bist du jetzt? Ist Clayton bei dir? Nein. Nein, nein, ich bin weggerannt. Du kannst vor ihnen nicht weglaufen. Sie werden dich jagen und finden. Du musst herkommen, Jody. Wir reden. Ich bin sicher, dass... Es ist vorbei, Nathan. Ich werde für keinen mehr töten. Du sagst ihnen, wenn sie nach mir suchen werden, bringe ich sie um. Jody, hör zu. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Und so fügt sich das Ganze zusammen, kann man so sagen. Zumindest was die CIA-Geschichte angeht. Alte Freunde. Jetzt springen wir quasi gesehen wieder, naja, fast in die Gegenwart, fast. Sie haben einen Trophäe verdient, nie allein. Ich muss mal ganz kurz einen Aufnahmestopp machen, weil ich meine Aufnahmen sichern möchte und so weiter. Wir machen hier dann aber gleich weiter quasi. Also wahrscheinlich nicht mehr in diesem Video für euch, aber ich mache gleich weiter, weil es gerade so spannend ist. Was mich... Ich weiß nicht. Das Einzige, woran ich jetzt gerade denken muss, ist so ein bisschen... Es fügt sich alles zusammen, ist in Ordnung. Ich nehme dem Spiel jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Ganze hier so überblicke und so weiter, auch die Geschichte ab. Nur habe ich immer noch ein Problem mit der Indianer-Story. Weil die passt meiner Meinung nach immer noch nicht richtig rein. Ich verstehe immer noch so einigermaßen die Intention dahinter, aber so richtig reinpassen tut sie nicht. Finde ich, persönlich. Das ist nur meine Meinung, also zum jetzigen Zeitpunkt halt. Wie gesagt, ich spiele gleich weiter und dann hoffe ich und denke ich einfach mal, dass ich mir ein anderes Bild vielleicht, also vielleicht ein anderes Bild oder das gleiche Bild oder ich weiß nicht genau, was ich entwickeln werde für ein Bild. Es ist scheißegal, ich will einfach nur wissen, wie das Spiel weitergeht. So, das ist sau spannend gerade. Ich war der Herringway, das war Beyond Two Souls für den Moment. Ich sag dann einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.